Hallo, in einem früheren Video habe ich gezeigt, wie man Web-Applikationen mit Python baut. Und zwar, man braucht da nur Python, ohne irgendwelche Frameworks. Und in diesem Video hier werden wir jetzt Web-APIs aus Python bauen. Auch wieder hier ohne Frameworks, ohne gar nichts. Wir brauchen da nur Python und eine Art Server, wo unser Python als Web-API oder Web-API arbeiten kann. Apropos, der Link zu dem ehemaligen oder früheren Video ist unten in der Beschreibung unten. Und in diesem älteren Video wurde da beschrieben, wie man einen lokalen Server installiert. Quasi es wurde XAMPP installiert, der dann aus der Lokalmaschine einen Webserver macht, also ein lokaler Webserver. Und natürlich, wenn man jetzt selber einen Webserver hat, dann wird das auch funktionieren. Man muss nur auf diesen Webserver Python installieren. Und der Webserver ist ja egal, ob es jetzt ein Apache-Server ist oder ein Windows-Server, das spielt keine Rolle. Und in dem Python-Skript wurde auch in diesem früheren Video gezeigt, dass muss man erstmal den Pfad zum Python, zu der Python-Exe darstellen. Und zwar als erste Zeile, das ist sehr wichtig, und das muss dann mit einer Raute und einem Ausrufezeichen muss da vorne stehen und dann der Pfad zur Python. Und dann, bevor man irgendwelchen Inhalt druckt, also mit Print, muss man erstmal diese Zeile drucken, weil die stellt sicher, dass jeder weitere Inhalt als Text-HTML erkannt wird. Und das war dann das Resultat. Und jetzt, wie gesagt, in diesem Video hier wollen wir das einen Schritt weiternehmen, und zwar aus einer simple Web-Applikation eine simple Web-API oder API erstellen. Wie geht man da vor? Fangen wir an mit einer ganz einfachen Funktion. So, und das ist meine Funktion. Ich mache mal das Fenster Vollbildgröße, und das ist meine Funktion. Sie nimmt ein Name und Nachname und druckt. Hallo, machen wir mal Hallo und hier, ups, Hallo und wie geht's dir? Okay. So. So, und was die Funktion macht, sie nimmt einen Name und Nachname und sie druckt raus Hallo, wie immer der Name ist, wie geht es dir? Okay, machen wir es wieder kleiner, dass wir das parallel haben. So, okay. Und wenn ich das jetzt hier ausprobieren will, dann gehe ich Print und dann Greeter und dann einfach einen Namen eingebe, Michael. Und ein Nachname, zum Beispiel Grau. Ups. Ja, Grau. So, speichern. Und wenn ich das jetzt, das Skript hier ausführe, dann kommt. Wird diese Funktion oder das Produkt dieser Funktion wird hier dargestellt. Okay, jetzt eine Web-API geht folgendermaßen. Ich will ja nicht den Inhalt immer hier in dem Skript selber eingeben, sondern die Parameter Name und Vorname und Nachname, die sollen ja über das Web erfolgen. Das heißt, wie das gehen soll, ist so: Es kommt mit einem Fragezeichen und dann kommt hier der Name und dann hier sagen wir mal Silke und dann ein Nachname, Surname, und dann kommt Weiß zum Beispiel. Okay? So, und ich will dann in der Lage sein, diese Parameter zu nehmen, lesen können. Und die dann meiner Funktion liefern, damit die Funktion dann hier letztendlich rausschreibt: Hallo Silke Weiß, wie geht es dir? Okay? So, wie macht man das? Also, zuerst muss man zwei Sachen importieren. Einmal Import OS und einmal Import die Urlib Parse. Das heißt, die zwei erlauben uns die Query, diese Anfrage hier, die geschickt wurde, dass man die parst, dass man die lesen kann. Okay, und wie sieht denn die Query jetzt aus? Machen wir mal hier eine einfache Variable, oder Anfrage. Und die ist gleich OS Environ. Environ ist quasi wie Environment.
Und dann kommt der Query String und das ist quasi die Anfrage selbst. Und wenn ich jetzt dann hier mal die Anfrage drucke, müsste dann hier genau das stehen, was hier ist. Wollen wir es mal probieren. Und da sieht man jetzt hier, also ich bin jetzt in der Lage mit Python, die Anfrage, die über den Browser geschickt wurde, kann ich hier lesen, und zwar Name, Silke, Nachname oder in dem Fall Surname, Weiß. Okay, super, also soweit so gut. Jetzt der nächste Schritt ist, ich muss das irgendwie trennen können. Ich muss die Silke und oder dieser Begriff Silke und der Begriff Weiß muss ich irgendwie trennen können, um das meiner Funktion zu schicken. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das trennen kann. Der einfachste Weg, gerade wenn man jetzt in dem Fall haben wir eine ganz einfache API, die nimmt nur zwei Parameter, nämlich Name und Nachname. Aber es gibt APIs, die 20, 30 Parameter nehmen. Und die muss man ja auch irgendwie auseinander trennen oder parsen, damit man jeden einzelnen Begriff dann entnehmen kann. Und wie man das machen kann, ist so, ich mache jetzt hier ein Dictionary. Und, oder machen wir es so, ja. Anfrage Dictionary. Und dieses Dictionary ist quasi, deswegen brauche ich die Bibliothek URL libparse. Und die soll dann, was die macht, die soll dann den Query String in einen Dictionary parsen. Und hier kommt jetzt die Anfrage selbst rein. Also ich kann entweder nehme ich die Variable Anfrage, die wir kreiert haben, oder ich nehme einfach das hier, kopiere das und lege es hier rein. Und dann brauche ich die Variable hier gar nicht. Die Variable Anfrage, die ist überflüssig. Die habe ich nur jetzt dargemacht, um das zu demonstrieren. Und jetzt drucken wir mal Anfrage dict. Und dann gehe ich hier, konvertiere die Anfrage dict zum String und Anfrage dict. Okay, drucken wir mal das raus und schauen mal, wie das ausschaut. Und Return. Und das sieht schon viel besser aus. Jetzt habe ich die Anfrage in einen Dictionary umgewandelt und jetzt kann ich jeden einzelnen Begriff trennen. Der Name ist das da, der Nachname ist das da und falls es weitere Parameter gäbe, dann würden die auch hier als Schlüssel als Schlüssel dastehen, mit dessen Inhalt dann hier nebendran. Jetzt, da fehlt nur noch ein kleiner Schritt, nämlich, ich muss diese eckige Klammer vorne mit diesem Gänsefüßle und hinten auch dieses Gänsefüßle und die eckige Klammer loskriege und dann habe ich genau das, was ich will, um das an meiner Funktion zu schicken. Und wie man das machen kann, ist so, machen wir mal hier ein paar leere Zeilen, also der Vorname, in dem Fall der Vorname, ist quasi die Anfrage dict und das ist in dem Fall Name. Und zwar, was ich will, die ersten zwei Buchstaben oder Charakter sollen weg, also deswegen fange ich erst bei 2 ein, lege einen Doppelpunkt und dann die letzten zwei brauche ich auch nicht, deswegen minus 2. Und somit ist jetzt mein Vorname, ist dann quasi nur das Silke-Teil. Das können wir mal hier probieren, wenn ich jetzt hier druck, Vorname, das druck und das mal, ne? Dann habe ich irgendwas, oh, ich muss das als String. So, und dann müsste das gehen. Da habe ich jetzt die Silke da, separat, weg. Ich habe diese eckige Klammer und diese Gänsefüße komplett weg und da habe ich jetzt nur den puren Namen oder in dem Fall der Vorname. Und dasselbe kann ich dann machen mit dem Nachname. Dann gehe ich hier rein, mache draus Nachname und in dem Fall nehme ich vom Begriff Surname dasselbe. Oh, hier habe ich was zu viel. So, Nachname. Okay, super. Dann tun wir es mal testen. Nachname. Speichern und dann gehen. Und da habe ich Weiß. Perfekt. So, jetzt kann ich eigentlich meine Funktion aufrufen und das ist die Greeter. Und mache hier auf.
Und dann geht es so vor. Ich schicke der Funktion zwei Parameter, nämlich Vorname und Nachname. Vorname und Nachname. So, und wenn ich dann jetzt das hier Return mache, dann sieht man, ich kriege jetzt genau das, was ich will. Aber, und das Schöne daran ist, dass ich meine Parameter über das Web kriege und nicht mehr in dem Skript ändern muss. Und das heißt hier, wenn ich jetzt sage, Hans, grün, dann habe ich hier, hallo Hans Grün, wie geht's dir? Also das heißt, ich habe jetzt aus meinem Python-Skript eine Python-Web-API gemacht, die ihre Parameter über das Web kriegt von irgendeiner anderen Applikation und sie produziert dann diesen gewünschten Inhalt, in dem Fall anhand einer einfachen Funktion, die das dann alles produziert. Und wie gesagt, hier, wir haben nur Python benutzt, da ist kein anderes Framework wurde benutzt, rein pures Python und das Einzige, was wir gebraucht haben hier, ist eine Art Server, sei es Lokalserver mit SAN oder wenn man einen normalen Server hat, Apache oder Windows Server, wo Python drauf installiert ist, das wäre die zweite Sache, die man braucht, außer dem Python selbst. Und dann würde sowas gehen. Ja? Und man braucht da überhaupt keine Frameworks, man braucht da gar nichts. Rein Python und eine Art Server-Software.